Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Odyssey. Wir sind das letzte Mal in Epidauros gelandet. Und ja, holen uns gleich mal die ganzen interessanten Orte, es sind nämlich nur drei an der Zahl. Zack, rein ins ziemlich blaue Wasser. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Genau, Epidauros hat nur drei interessante Orte. So interessant ist die Stadt wohl nicht. Deswegen dachte ich mir, können wir die uns gleich mal holen. Ach, scheiße, schon wieder die falsche Taste. Gib her. Ja, ja, Kopfgelder. Warum wird mir das eingeblendet? Ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein Kopfgeld auf mir habe. Und da ist auch ein Kopfgeldjäger. So nämlich. Ich wollte nur an den Schatz hier oben ran. Oh, wow. Alter, Cassandra, kannst du einfach mal darüber springen? Muss ich jetzt ernsthaft so überkompliziert hier rumklettern? Da dran. Und so komme ich da rein. Siehst du? So einfach war's. Rein, raus, Geld her. Bin ich glücklich. Wait. Nein. Also, die hätten sich nicht so sehr wehren müssen. Na egal. So, Effektivität von Feuer erhöht. Für Gift habe ich ja Waffen mit Giftschaden, deswegen bräuchte ich das ja jetzt nicht. Dann kann ich hier aus Epidauros raus und da oben die Sachen einnehmen. Ja.
Kann über diese Straße nicht erreicht werden. Ach komm, leck mich. Oh, stimmt. Cassandra kann ja auch der Straße folgen. Und los. Ja, ich muss Odyssey auch nochmal über GeForce Experience optimieren lassen. Weil bei Mirage hat es, denke ich, schon für eine Leistungssteigerung gesorgt. Aber bei Odyssey bin ich noch nicht so ganz glücklich. Auf zu jaulen. Dann steigen wir mal ab und Bronzekeule des Peripheters. So, Gefangene müssen wir befreien. Ein Schatz plündern und ein Ostrakon-Rätsel. Hier unten ist noch ein Gefangener. Na komm, raus mit dir. So. Easy. Au, das war mein Hals. Dann kann ich hier gerade zur Straße runter und links hoch. Und hier rüber. Das Heraion von Argos. Militärlager, wie es aussieht, oder? Höhle des Pan. Ah, da. P-
Pan war ein Satyr, oder? Dankeschön. So, weg damit. Ah, halt die Steuerung vergessen zu aktivieren. Die Einstellung. Nö. So. Okay, die Ratte ist gerade durch die Luft gerannt. Alles klar. Damit haben wir die Höhle des Pan auch direkt abgeschlossen. War nur ein bisschen dämlich von mir, nicht zuerst den Aussichtspunkt zu nehmen, weil so hätte ich halt einen Schnellreisepunkt gehabt. Tja. Na gut, das Stück kann ich zum Glück auch relativ flott laufen. Da bin ich ja schnell wieder hier drüben. Das da links ist wahrscheinlich ein Sperrgebiet. Nachdem es hier Heraion heißt, nehme ich mal an, das ist ein Hera-Tempel. Müssten wir ja gleich sehen. Ja, wenn man jetzt noch die Insignien der Götter wüsste, ne? Aber nachdem, wie gesagt, das Heraion heißt, da ist ein weibliches Kultbild. Ich nehme mal an, dass es ein Hera-Tempel ist. Und der ist wunderschön. Ich habe nach dem unentdeckten Ort gesucht. Ah!
Jo, mach ich. Einmal kurz durchsuchen. So. Ich habe halt auch keine Lust drauf, die Kopfgeldjäger Legend zu besiegen. Die gehen mir auf den Sack und damit hat sich das und ich hau die um. Wir machen jetzt hier noch, wir gucken erstmal. Ein epischer Gegenstand. Zwei. Belohnung. Na komm, machen wir das auf Seiten Athens. Ah, und hier ist der Zugang. Ist das hier dann schon Propylon? Hm. Moin Mädels, moin Jungs. Tuipikundi, Adlerfrau. Du kommst gerade recht. Die Spartaner bereiten einen Angriff auf unsere Truppen vor. Wärst du bereit, dein Schild heute für Athen zu erheben? Mein Speer gehört euch. Er wird uns sehr nützlich sein. Und nun auf zum Sieg! Gut, mit dem Speer kämpfe ich heute zwar nicht, aber dafür mit einer mit einem Stab. Drängt die Schwerter in ihrem Blut! Hui, der ist sofort gestorben. Yeah.
Zack, Messer. Und in der Ecke steht noch der letzte von denen. Oh, schade, die wollte ich jetzt noch wegknüppeln. Noch was? Ja. Damit haben wir auch das erledigt. Dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.